Brasilianische Sicherheitskräfte haben in der Nähe von São Paulo mehrere geplante Überfälle auf Geldautomaten vereitelt. Bei einem Schusswechsel wurden dabei am Donnerstag 10 mutmaßliche Angreifer getötet. Ein Befehlshaber der Polizei sagte in einem Interview, die Gruppe sei mit 5 gepanzerten Fahrzeugen unterwegs gewesen und hätte großkalibrige Gewehre und Schutzwesten mitgeführt. Sie waren auf Krieg vorbereitet. 10 Schusswaffen, 4 Pistolen, 2 großkalibrige, 10 Schrotflinten und 4 Sprengstoff. Bei Ankunft der Polizei flüchteten die Angreifer in ihren Fahrzeugen. Es kam zu einem Schusswechsel quer durch die Stadt Guararema, etwa 60 Kilometer östlich der Metropole São Paulo. Die Verdächtigen hätten auch versucht, Geiseln zu nehmen, so die Polizei. Das Büro für öffentliche Sicherheit von São Paulo sagte in einer schriftlichen Mitteilung, dass etwa 25 Verdächtige beteiligt gewesen seien. Sie hätten geplant, Geldautomaten zu sprengen, um an das Geld zu kommen. Einer der Standorte befand sich neben einer Polizeistation.